Das ist Levi, unser Softboy. Ein morgendliches Warm-up. Nur noch umziehen. Und Levi ist bereit, zur Arbeit zu gehen. Das ist Steve. Er ist ein E-Boy. Sein morgendliches Warm-up ist ein Live-Make-up-Video. Hey Leute, ihr könnt mein ganzes Leben in meinen Insta-Stories sehen. Ich muss mich umziehen. Nein. Oh, das sieht schön aus. Zeit, zur Arbeit zu gehen. Oh nein, ich hasse mein Büro. Ich schleiche mich rein, damit mich niemand sieht. Hi Leute, wie geht's? Woran arbeiten wir heute? Bäm, reingefallen. Ich liebe unser Büro. Habt ihr dieses witzige Katzenvideo gesehen? Es ist so witzig. Ich werde so tun, als ob ich nicht hier wäre. Niemand wird mich sehen, nur meine Follower. Ich brauche noch einen Kaffee, aber es darf mich keiner sehen. Ich verstecke mich hinter der Kaffeemaschine. Keiner wird mich sehen. Puh, geschafft. Ich kann mich an die Arbeit machen. Das ist sie, unsere Chefin. Wow. Hallo, Kollegen. Wer ist das? Ich spiele weiter. Ach man, ich habe wieder verloren. Wow, das ist meine Traumfrau. Levi, du machst deinen Job nicht besonders gut. Mach das alles nochmal. Mein Büro-Superstar. Steve, du machst deine Arbeit sehr gut. Ich beobachte dich schon seit langem. Du bist der beste Mitarbeiter. Okay, ich will dich nicht stören. Arbeite weiter. Heute ist ein wichtiger Arbeitstag für Levi. Levi! Ja, meine Königin? Was hast du denn da? Dreh dich um und arbeite. Mach einen neuen Zeitplan. Natürlich, meine Göttin. Und Steve macht einen wichtigen Livestream. Jetzt zeige ich euch, mit welchem Schwarzton ich mir die Nägel mache. Das nennt man Hopeless Black. Steve, deine Nägel sind schön. Dorothy, du bist in meinem Livestream. Geh bitte aus dem Bild. Oh, sorry. Kommen wir zurück zu meinen Nägeln. Das Kompliment war schlecht. Ich streiche es durch. Was ist daran so besonders? Das ist doch nur Nagellack. Mach mal halblang, Levi. Ich hasse diesen E-Boy so sehr. Immer bekommt er die Aufmerksamkeit. Autsch, was war das? Leute, ich wurde gerade von unsichtbaren Kräften angegriffen. Das ist verrückt. Es ist Essenzeit, meine lieben Followers. Und ich zeige euch, was ich esse. Das ist mein stylischer, schwarzer Burger. Hi, Steve. Oh, was machst du da? Lasst uns den Burger aufklappen. Schaut mal, was da drin ist. Igitt, wie eklig. Wer weiß, was das alles sein soll. Oh. Ich esse auch mit den Händen, damit Steve mich mag. Seht mal, woraus meine Nudeln gemacht sind. Wow, unsere Chefin isst mit den Händen. Wir können das auch. Genial. Chefin, hier. Was ist denn hier los? Alle verhalten sich komisch. Ich esse an meinem Schreibtisch. Alles Verrückte. Levi hatte eine Idee, um Dorothys Aufmerksamkeit zu bekommen. Hi Dorothy, hast du Lust mit mir auf ein Rockkonzert zu gehen? Danke, aber nein. Aber ich habe Tickets für die Fanzone gekauft. Nein, Levi, geh wieder an die Arbeit. Aber Tickets sind eine ziemlich gute Idee. Leute, das ist mein Tag im Büro.
Oh, seht mal, das Universum will, dass ich auf ein Konzert gehe. Ich liebe Rockmusik. Hi Steve, ich habe zufällig 2 Tickets für ein Rockkonzert. Willst du mitkommen? Ja, danke. Ich komme mit. Leute, ich habe 2 Tickets. Wer will mit mir kommen? Naja. Ich streich diese Idee. Das hat auch nicht funktioniert. Levi, lass mich in Ruhe. Leute, ich zeige euch unseren Büroflur. Steve ist wieder im Livestream. Ich werde ihm einen Streich spielen. Checkt meine Frisur. Oh, was ist denn hier los? Feueralarm. Es ist so nass. Levi, du bist fällig. Nimm das. Was? Steve, na warte. Was haben wir denn hier? Das letzte Level? Sag bei zu deinem Rekord. Dein Spiel ist vorbei. Was? Levi! Leute, hört auf! Was ist denn hier los? Levi, du bist gefeuert. Was ist mit dir, Steve? Oh, du bist wieder live. Ich will dich nicht ablenken. Ein neues Mädchen hat den Arbeitsplatz von Levi. Und wie es aussieht, ist sie in Steve verknallt. Hi, ich bin Nancy. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Ich bin Steve. Deine Nägel, sie sind genau wie meine. Willst du meine Musik hören? Wow, wir sind uns so ähnlich. Was? Hey, Nancy, du bist gefeuert, weil du Musik hörst, anstatt deinen Job zu machen. What? So muss ich also sein, damit Steve mich mag. Hier ist die aufgerüstete Dorothy, die Eagle-Version. Steve, sieh mich an. Was denkst du? Wow, Wahnsinn. Was für eine tolle Kette. Sie wird perfekt für mich sein. Wo hast du die her? Was? Wie konntest du nur... Oh nein, der Geschäftsführer kommt ins Büro. Dorothy, was ist los? Ich muss eine Präsentation für meinen Chef machen, aber ich kann das nicht, wenn ich so aussehe. Halb so wild, ich werde das machen. Hier sind unsere Erfolgsindikatoren. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, gut gemacht, Levi. Und diese beiden müssen gefeuert werden. Wer sind die überhaupt? Danke, Levi. Du bist ein Superheld. Hat euch der E-Boy und Softboy gefallen? Schreibt uns, wen ihr am besten fandet. Levi oder Steve? Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von Woohoo Warmotion.